Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Sky ist am Start und seine Kinderrunde. Let's play Alien Isolation. Und, schon ewig kein Alien mehr gespielt. Was heißt schon ewig nicht mehr? Knapp eine Woche kein Alien mehr gespielt. Schade. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich über das Spiel so herlässt, aber es ist einfach nicht mein Fall. Wir drücken A. Dann war ich dann bei meinem besten Kumpel und meiner besten Kumpelinen. Ich habe ja nicht so viele weibliche Kumpels. Deswegen ist das nicht so schwer. Ja, aha, da können wir jetzt Alien gucken. Ich so, warum? Ja, du hast das Spiel so, sehr viel gespielt. Sehr, ich find's trotzdem nicht toll. Nee, Spiel starten. Also die anfängliche Aussage, die ich gemacht habe, mal gucken, ob ich auf diesen Zug mit aufspringen kann. Ob mir das auch so gefällt. Kann ich hiermit schon revidieren? Das ist ein Ausdruck hier. Alien Isolation! Spiel fortsetzen. Da meint auch, ja, wenn du jetzt den 12-Stunden-Stream, der übrigens am 4.4. stattfindet, also wahrscheinlich schon stattgefunden hat, weil ihr werdet die Folge ja jetzt noch nicht sehen, werdet es auch morgen wahrscheinlich nicht sehen. Jedenfalls, ja, steht das so an. Und kannst ja auch das Überleben spielen. So, warum soll ich das tun? Ja, weil du das noch nicht gespielt hast. Ich so, ja und? Ich will es auch nicht spielen. Die beiden gehen immer noch davon aus, dass ich das total toll finde. Aber es ist leider nicht so. Es tut mir leid. Ich werde es trotzdem durchziehen. Ich hoffe, dass ich noch irgendwo kleine Schmankler finde, wo ich wirklich mich erschrecke und sowas. Ich will's ja. Ich will mich ja erschrecken. Das Spiel bietet mir nicht die Möglichkeit, mich zu erschrecken. Es tut mir auch leid. Die Ladeschnecke. Ich habe vergessen, wo wir waren. Ich glaube, ich muss sofort sprinten, ne? Oh fuck, ich bin hier. Stimmt, ich bin nochmal weggerannt und hab nochmal gespeichert. Stimmt. Hä, was ist das denn? LOL, da fing ich außerdem die Molotov-Cocktails. Ich hab mir keinen Arsch. Mr. Revolver? Hallo Skyline, na wie geht's? Sehr gut, Mr. Revolver. Ich bin sehr froh. Dass du da bist. Huch. Hier was aufnehmen? Schaut, hab ich voll. Achso, ich dachte, das wäre meine Hand gerade hier so. Dachte ich so ganz nebenbei. Ich sollte mich erstmal verstecken, bevor ich irgendwas zusammenbastel. Aber ich möchte mich nicht in einem Schrank verstecken. Ganz ehrlich, bringt Mr. Revolver eigentlich überhaupt was in diesem Spiel? Kleines dreckiges Mistvieh. Da ist er. Scheiße, ich hab den Polygon umgeworfen. Ich bin tot. Mr. Revolver. Nein, lass mich dran. Komm raus, Mr. Revolver. Nein, ich will nicht. Mr. Revolver, bitte. Nein! Was denn du? Was denn jetzt? Ich hab gar nicht gehört, dass er abgehauen ist. Hallo? Mhm. Ich wollte eigentlich heute mal so ein bisschen Gas geben, weißt du? Aber... Habe ich es schlecht in Erinnerung oder ist die Grafik irgendwie besser geworden mit einem Update? Ach du Scheiß! Was? Scheiße!
Ja, hau bloß ab, bevor ich wütend werde. So, warte mal, lass mal kurz kicken hier. Molotow-Cocktails, ja, wie geil ist das denn? Oh, ich kann sogar welche bauen. Noch was? So, krieg gebastelt. Ich hab einen Molotow-Cocktail gebastelt. Hier fehlt was, da fehlt auch was, da fehlt einiges. Ich könnte ein Medikit nochmal machen. Krieg gebastelt. Okay. Ist der Revolver? Ja, du hast mich im Stich gelassen. Ah, ich verschwinde wieder. Mr. Revolver, komm wieder raus! Böser Mr. Revolver! So, meine Chicos und Chicas. Ich habe keinen Plan, wo er ist. So, wir wissen, dass da hinten, in die Richtung, ein Typ gammelt. Okay, das war's dann.